Ich konnte absehen, dass Ärger kam. So viel Ärger wie vorher noch nie. Der Mann am Tresen war aus Vietnam und übersät mit Narben aus dem Krieg. Er hob die Nase hoch und fragte laut, was stinkt denn hier so? Ist das das Klo hier? Und er sah dabei zu mir. Das war nicht komisch und ich hab auch nicht gelacht. Da hat der Mann aus Vietnam mir den Dan-Griff beigebracht. Denn es ist schmerzhaft, er tut sehr weh, wie alle Rituale aus Übersee. Ist keine Schande, ich hab mich trotzdem geniert. Da hat der Mann den Dan-Griff noch einmal ausprobiert. Wir haben schon Swimmingpool, Bar und Chauffeur.